Oh mein Gott, Freunde, also wirklich, die neue Map Caldera ist draußen und ich könnte schon wieder so viele negative Sachen sagen, aber ich will nicht immer so negativ sein, deswegen, Leute, heute gucken wir uns mal die Einstellungen an, die für euch, wenn ihr auf dem PC spielt, für Warzone Caldera am besten sind und vor allen Dingen zeige ich euch meine Nvidia Filters, mit denen ihr wirklich hoffentlich besser die Gegner seht. Wie gesagt, generell die Visibilität auf der Caldera Map ist relativ schlecht, aber wir probieren wirklich unser Bestes, dass wir irgendwie es dazu bekommen, dass wir Gegner sehen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gucken uns zuallererst einmal die Graphics-Settings an. Leute, ihr wisst es, ich bin kein absoluter Profi, ich bin kein IT-Spezialist. Ich habe mir auch im Endeffekt einfach nur durch YouTube und durch bestimmte Foren herausgesucht, was am besten ist. Und gerade seitdem Vanguard vorhanden ist, aber halt auch die Caldera-Map, gibt es so ein, zwei Einstellungen, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, die richtig sein sollten. Gucken wir uns erstmal überhaupt generell an, was ich hier gemacht habe. Wichtig ist, Sichtfeld könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt auf 110 gemacht, damit die Gegner nicht allzu klein sind. Hier ist super wichtig, erweitern und ihr müsst beeinflusst machen. Wenn ihr beeinflusst macht, dann zoomt es dementsprechend nicht so stark rein und es passt sich dementsprechend besser an eure FOV an. Daher das auf jeden Fall beeinflusst machen. Dann eine neue Operation ist die Kamerabewegung und das ist zum Beispiel das ganze Shaken bei Cluster, Präzisionsschläge hin und her. Ich weiß nicht überhaupt, warum sie das überhaupt mit Erschütterung kombiniert haben, aber gut, eine Warzone halt. Da probiert ihr natürlich so wenig wie möglich haben zu wollen und das ist hier in dem Fall der Reiter mit 50%. Und sonst, Leute, probiert ihr einfach nur eine gewisse Balance zu bekommen zwischen, das Game soll nicht absolut shit aussehen, das Game soll aber auch nicht Qualität vor Leistung sein. Ne? Ihr wollt ja so viel FPS wie möglich haben, um dementsprechend am meisten competitive mitspielen zu können. Das heißt, das Streaming-Qualität gering, dann Texturauflösung normal, gering, Partikelqualität, das ist irgendwie seit Warzone Season 1, müsst ihr immer auf hoch machen, weil damit bekommt ihr mehr FPS. Warum? Weiß keiner so richtig, aber es funktioniert auf jeden Fall. Einschusslöcher und Sprays ist ganz nach eurem Belieben. Ich mag es teilweise, Einschusslöcher zu haben. Ich spiele aber meistens auch mit deaktiviert. Eigentlich ist es mir auch völlig egal, wenn ich ehrlich bin. So, dann Partikelqualität hoch. Genau, das habe ich schon gesagt, deaktiviert. Jetzt gehen wir eigentlich los. Jetzt machen wir eigentlich alles aus, was mir unnötig ist. Und das ist der Rest. Deaktiviert, deaktiviert, deaktiviert. Erweitert ist egal, weil wenn ihr das deaktiviert habt, dann seht ihr sowieso das Schloss hier vor. Da braucht ihr sowieso nichts weiter machen. Filmstärke ist auch nochmal so ein Thema. Ihr wollt natürlich keinen Blur zu eurem Spiel haben. Das hat ja noch etwas mit der mit dem Anti-Aliasing zu tun. Das heißt also, Anti-Aliasing würde ich generell immer auf ausmachen, weil das zieht wirklich mindestens 20 bis 30 FPS, wenn ihr das irgendwie auf filmisch SMA T2X stellt und hin und her. Das heißt, Leute, macht die ganze Scheiße aus. 0-0 deaktiviert aus. Deaktiviert, deaktiviert, deaktiviert. Jetzt Obacht. Shadow Map Auflösung wollt ihr gering haben. Die beiden wollt ihr aber aktiviert haben, weil das hilft euch wirklich, um einiges Gegner zu sehen. Und es sieht auch dementsprechend so gut wie, ich glaube, gar keine FPS. Ein oder zwei hat. Das ist wirklich nicht signifikant. Und dann haben wir gering, deaktiviert, deaktiviert, deaktiviert. Okay, Leute, so viel erstmal zu den Grafik-Settings. Hey, wenn ihr Bock habt, mehr solche Videos zu sehen und natürlich auch Gameplays, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Das ist völlig kostenlos, unterstützt mich. Und jetzt ab zu den Filtern. Okay, Leute, denkt immer dran, wenn ihr die Nvidia-Filter aktiviert, dann zieht das immer FPS. Das heißt also, euer Mindestziel sollte mindestens konstant 60 FPS haben. Das ist so die Mindestanforderung. Mehr sind immer besser, 120 wäre super schön, wenn es ganz flüssig läuft, aber mindestens 60 FPS. Wenn ihr mit den Nvidia-Filtern unter 60 kommt, würde ich es euch nicht empfehlen. Da müsst ihr halt dementsprechend mit dieser relativ ekligen Auflösung spielen, aber auch da gewöhnen sich die Augen dran und vertraut mir. Okay, wir gehen rein. Leute, Einzelheiten ist einer der allerwichtigsten Filter, weil damit bekommt ihr diesen Blur-Effekt, diesen leichten grauen Star-Effekt weg und da macht ihr Schärfen 50%, Klarheit 100, HDR-Tönung 60 und Überstrahlung 15. Schärfen, extrem wichtig, Intensität 80, Filmkönnung habe ich jetzt 15, damit kann man einfach so ein bisschen rumspielen, das macht, wie ihr jetzt im Hintergrund seht, macht das fast gar nichts aus, ihr seht teilweise aber die Umrandung der Avatare, also dementsprechend eurer Gegners Körpers, seht ihr in den meisten Fällen einfach ein bisschen besser. Da guckt euch einfach nochmal an, wenn ihr vor einem Gegner steht, am besten ein Beutegeld, wenn er AFK ist oder macht es mit einem Kumpel und dann könnt ihr das da so ein bisschen ausjustieren. Und als letztes ist Belichtung, Kontrast, hups, Belichtung habe ich jetzt minus 5, Kontrast 5, ja, dieses Hocktipunten 30, 32 und 0. Ne, das hängt natürlich auch ganz stark darauf ab. Ihr habt ja einmal die Helligkeit von eurem Bildschirm und ihr habt nochmal in-game die Helligkeit. Ne?
macht es nicht so sehr, dass ihr das völlig überblendet, weil sonst seht ihr viele Gegner auch nicht. Ihr wollt natürlich in dunklen Ecken in Caldera die Leute gut sehen, aber die Sache ist die, Caldera hat kaum so richtig dunkle Ecken, wo man sagen muss, ich müsste das richtig hochpitchen. Daher macht es da einfach, wie es euch passt. Ich habe es so gemacht und spiele mit einer Ingame-Helligkeit von 50 und auf meinem Monitor 75. Damit habt ihr alle Daten. Leute, schwitzt nicht zu sehr rein, aber ich mach's genauso. Ey, gönnt euch die dreckigen Scheiß-Lobbys. Viel Spaß, Mann. Mach's gut.